Hey ho, meine Lieben, willkommen zum nächsten Video mit dem Filmteam von Media Ready. Ja, Grillspaß in der Grillkota, Grillkota-Spaß, irgendwie so nennen wir das Video. Und was machen wir heute? Einfach schön gemütlich flachgrillen mit dem Paket, was die mitgebracht haben von der Metzgerei Griner. Und ja, was soll ich sagen? Wir fangen jetzt einfach an, legen das drauf, die Jungs filmen einfach mit und wir schauen, wie lecker das uns dann mundet, oder? Ja. Was sagst du dazu? Machen wir. Er ist auch mal wieder da, hat es nach über... Ein Seestern. Ja, nach über ein Jahr hast du es mal wieder geschafft, oder? Boah, unglaublich. So, was machen wir denn Schönes? Was haben sie uns denn Schönes eingepackt? Das ist, glaube ich, das Secreto. Da geht die Tür von selber auf. Also wie gesagt, das ist jetzt einfach nur gemütliches Flachgrillen. Ihr dürft jetzt nebenbei auch ein bisschen reden. Wir sind in der Grillkota, da ist das ganz normal. Beilagen werdet ihr dann nachher auch noch sehen. Schatz, was hast du alles Feines gemacht? Ich habe gemacht in Coleslaw, Tomate, Mozzarella und selber gemachtes Tzatziki. Oh, lecker. Ah, und Kartoffeln gibt's ja auch. Ja, die haben wir nämlich vorher auf dem Grill vergessen. Im letzten Video mit den Dry-Aged Steaks. Leute, ich sag's euch. Die waren so lecker. Oh Mann, oh Mann. Die haben es nicht auf dem Teller. Wie würde Patrizia sagen, kulinarischer Orgasmus? Ja, die haben es nicht auf dem Teller geschafft. Einfach nur aufgeschnitten, Steakpfeffer drüber und weg waren sie. So, was haben wir hier? Ich glaube, das sind Hähnchenspieße. So Teriyaki-mäßig. Nee, Teppan. Nee, wie heißen sie? Nee. Yakitori. So Yakitori-mäßige Spieße. Aber was esst ihr? Wie, was esst ihr? Die Frage, was bleibt für dich übrig? Michi, du weißt, ich arbeite nach Fließbandprinzip. Also das heißt, du musst schnell sein. Sonst bleibt für dich nichts übrig. Möchte sich unser Filmteam vielleicht auch mal zu Wort melden? Ja, wir warten, bis es fertig ist. Und ja, ich muss halt die ganze Zeit meinen Spucke fahren, der mir aus dem Mund läuft. Und ja. So, was haben wir hier jetzt noch Schönes? Schaut schon lecker aus. Also ich lade jetzt hier einfach mal hardcore den Grill auf. Mach jetzt aber hier auf dem Brett auf. Ja, was helfen? Man könnte aber jetzt auch die Würstel einschneiden. Wenn du mir ein Messer gibst, dann mache ich das schnell. Messer hast du doch bei dir. Haufen Würstel. Ich weiß noch gar nicht, wer das heute alles essen soll. Das ist gar kein Problem. Du also, Fred. Wer nicht arbeitet, soll wenigstens gut essen, oder? So wie Würstel. Lass mal, ja. Kannst anfangen. Also, was das für geile Stücke sind, keine Ahnung. Nach was sieht das? Depp. Nach was sieht das aus? Das ist eine Art Filet, oder? Ja, irgendwie so. Oder? Sieht aus wie Filet. Mhm. Riech mal. Oh, oh. Also Leute, ich kann jetzt schon sagen. Das wird der Lachs sein, das Innere von dem Kotelett. Ja, das wird, oder so, ja. Das wird bestimmt ein kulinarischer Orgasmus, so wie es er gerade gesagt hat. Und das letzte Paket wird man nachher dann erst draufhauen. Gib mir lieber nur Rode. Jawohl. So. Da willst du ja alles draufschmeißen, oder? Nee, also das so, Paket heben wir uns für nachher auf. Also, du musst jetzt das schon mal das wegessen. Das sieht ja aus wie schöne Nackensteaks. Sehr geil. So.
Ja, und jetzt tun wir ganz einfach, ganz genüsslich flach grillen und haben hier unseren Spaß. Oh, dann zum Wohl. Erzähl uns doch einmal, wie bist du auf die Idee gekommen, jetzt zu mir hier mit deiner Cam herzukommen und ein Video mit mir zu machen? Ich? Ja, du. Dankeschön. Also, Moment. Dann würde ich sagen, ich steuere erstmal meine Kamera scharf. So. Ja, also ich kenne mich Grill-Junkie schon seit auf jeden Fall 10, 15 Jahre. Und eigentlich habe ich Computer verkauft und daher kennen wir uns. Und ja, ich schaue mir eigentlich die Videos die ganze Zeit an und finde die total cool. Und das hat sich einfach so ergeben, dass wir einfach mal ausgemacht haben, hey, wir sollten mal was zusammen machen, weil mein Geschäftspartner und ich, wir einfach eine Videofirma haben und die Hardware dazu haben. Und deswegen haben wir uns gedacht, hey, das wäre doch mal gut, günstig was zum Essen kriegen. Nette Gesellschaft, ja. Ein Traum. Ein super Kuchen haben wir schon gegessen. Ja. Und ja, also hier ist immer angenehm und gemütlich. Also da spricht nichts dagegen. Das können wir also nächstes Jahr dann einmal im Monat machen. Gerne. Ich denke mal, Grina Nadja und der Grina Leo, die würden das auch ziemlich toll finden, was wir am Schluss da produziert haben. Und deswegen denke ich mal, dass das auf jeden Fall sehr gern Zukunft haben wird. Ich weiß auch, dass man hier aus der Umgebung oder dass ich mehrere Zuschauer habe. Allein schon, Schatzi-Handy, das gehört dazu. Allein schon, weil sie mich teilweise im Baumarkt angesprochen haben. Letzte Video war gut. Kommt alles vor mittlerweile. Man wächst mit der Zeit. So muss das sein. Und noch hängt es. Ist ja jemand, der so auf dem Niveau gerät hat. Mit jemand, der wo so mit Leidenschaft Metzger ist, wie der Grina Leo, zusammenarbeiten. Also da. Besser kann man ja ein Produkt einfach nicht präsentieren. Nicht anstechen. Wieso? Und auch noch nicht umdrehen. Warum nicht? Weil sich das Fleisch ziemlich von selber wieder löst. Okay. Normal hätte ich da jetzt auf die Finger hauen müssen. Ach, schalt, dann zerreißt die Faser nicht. Na? Komm her, du Wurst. Komm her, du Wurst. Jetzt ist der Wurst nicht mehr rausschlägt. Das muss man schon sagen. Die haben schon Potenzial. Ja. Ja, dann können wir ja mal eine Frage aus dem Off stellen, oder? Ja, würde ich schon sagen. Wie viele Videos hast du denn schon online, Micha? Über 1000. Die 1000 hast du schon knackt. Ich habe über 1000 Uploads mittlerweile. Und Enthusiasmus vom ersten Video. Ich möchte mein allererstes Video nicht mehr wissen. Nein! Ich muss sagen, ich fand den Kampf mit dem Grill eigentlich immer eigentlich gut. Ja, ich bräuchte mal jemanden, der mit mir vielleicht neue Intros dreht. So der Grill, wo mich über den ganzen Hof verfolgt oder so. Ich würde sagen, CGI-Effekt und so weiter. Ja. Wir müssen mal bei dem, der wo Transformers macht, wenn sich dann der Grill verwandelt und so weiter, wird das bestimmt lustig. Wie geht's der Smokerratte? Ja, die staubt mal wieder vor sich hin. So. Ja. So, das ist fürs Kamerateam, dass die auch nicht verhungern. Kannst du mit deiner Kamera das? So, gescheit. Aber da muss man natürlich Leo persönlich fragen, wo das beim Schwein genau rausgeschnallt wird, das weiß ich auch nicht. Ich weiß was. Also ich nehme jetzt hier gleich noch eine Kartoffel, ihr auch? Ja, bitte. Ich habe fast ein bisschen länger drauf, oder? Aha, und? Ich. Ja, so. Oh nein! Was hab ich gesagt? Ich hab das doch gar nicht gesehen, ich hab auf Kamera geschaut. Was hab ich gesagt? Randale! Seba, ich hab's versucht, aber ich muss halt fünf Sachen gleichzeitig machen, das ist halt nicht so einfach. Oh Gott, ich muss helfen. Bist du nicht multitaskingfähig, oder? Nein, absolut nicht, ich bin eine Frau. Schatzi, bekomme ich mal Tzatziki. Gib mir mal Nommel 1. Nee, da ist noch was auf dem Boden. Der muss öd oder gewachs sein, der kann gar nicht raus. Der ist lackiert, du jetzt. Ja, also, da passt es doch auch. Ich hab gedacht, du bist biomäßig unterwegs und hast einen mit Maulbeerblattsaft oder so.
Diätgrößen, ich zerdrücke die Maul, wer sau! Eiklasse. Oh, der Gott. Oh, habe ich mit Thekenlack lackiert. Lecker Tzatziki zu den Kartoffeln. Ja. Weißt du, was geht? Also Holzspieße haben sie schon mal ganz gute. Ja, falten. Euer Anteil? Oh, doch. Danke, danke. Da komm ich jetzt nachher. Also auch die Kameraleute bekommen was, ne? So ist ja lecker. Zieh die Hälfte mit der Gabel runter und gib weiter. Ja, das ist der Tiki. Hier, von jedem die Hälfte, der Rest dann auch an deinen Schatz. Wer wirklich was Leckeres haben will, ich kann Griner wirklich bloß empfehlen. Die können wir aber. Wie teilen wir die Würste? Ja, es gibt ja noch zwei weiße, zwei rote. Mach mal drei Teile drauf. Drei. Ja. Du auch, Wurst? Ja, eine rote bitte. Ja, wenn dann von jeder halbe. Also eins, zwei. Bitteschön. Dann nimm da eine runter, nimm die größere runter. Nimm die größere. So, dann eine rote. Der Kohlslau, der hat genau die richtige Süße zur Säure. Ja, der passt genau. Den hat es halt aber wirklich süßer gemacht als sonst, aber ich finde es richtig geil. Nimmst Balsamico. Was sind das für Bratwürste, die weißen? Rostbratwürste, normale. So schmecken die immer vom Griner. Also normal sind die nicht. Das ist ja ein Traum. Und bei der roten muss ich erst einmal sagen, endlich mal Raude mit Geschmack. Oder? Mhm. Okay. Kriege ich mal das Tomate Mozzarella, bitte. Na. Na. Jetzt ja. Also komplett falsch. Nur mal erst, sei bitte nicht so geizig. Du hast das falsch interpretiert, ich habe ja gesagt. Aber ich verhungere sonst. Jetzt habe ich auch nur zwei Schüssel, da haben wir zwar zwei. Wollt ihr schon? Bist du damit nicht überfordert? Komplett. Ja, sechs. Dann muss ich dir eine abnehmen. Und dass ich vorher auf der Weberkugel die Kartoffeln vergessen habe, war absolut kein Fehler. Das Essen darf nicht kalt werden. Da brauchst du endlich einer, der mich versteht. So wie du frisch, dass ich fett war. Macht ihr mal halbe halbe? Zum Wohl. Schatzi, let's go. Mach du mit deinem Schatzi halbe halbe? Ja, das halten wir auch noch an Kamera. Ja. Das Entscheidende ist das, wenn du zum Grillschanki kommst, dann kriegst du original Paulaner Spezi. Und wie die meisten Leute wissen, uns im Studio ist alles voll mit Paulaner Spezi. Und obwohl, also. So. Bitte schön, mein Schatz. Oh. Ja, mit wird's gefuttert. Also da täte ich auch sagen, kann man bedenkenlos vorgewürztes kaufen. Einmal Schüsseln tauschen. Mhm. Oh! Jawohl. Super. Das ist nichts mehr mit drauf, oder? Wir hocken im Grillbunker, oder? Im Grillbunker! Ja. Aber es regnet doch. Mhm. Ich hab das einmal eine Stunde überwechselt mit dem. Überflutung. Keller vollgelaufen. Oder der Dorffeuerwehrhauptmann umgefallen. Nach halber Kasten Bier mit dem Kopf auf den Also eins haben wir jetzt noch drauf liegen, wer mag? Bitte. Ihr? Gut. Schatz? Fresspopel. Jawohl. Boah. Siehst du, ich habe jetzt nichts gesagt und bekommst trotzdem. Halt die Klappe. Problemlösung doch vermeiden. So ist das. So Leute, dann hätte ich gesagt, machen wir jetzt hier mal ein kleines Päuschen. Also für euch ist das ja eh bloß ein kleiner Schnitt wieder. Ich werde dann in der Zwischenzeit Kohlen nachfüllen. Wir werden uns anderseitig amüsieren und noch, ja, ich denke mal, das eine oder andere Lungenbrötchen durchziehen.
Ach, die Cam läuft noch? Ja. Ach so. Die läuft dauernd. Oh. Also deine ganzen Schweinereien sind aufgenommen. Das ist aber nicht gut. Die ist noch nie ausgewiesen. Nee. Aber ihr kennt mich ja nicht anders. Und nachher geht's dann weiter. Ja. Ich vermute mal Nackensteaks. Lecker. Bitte. So Leute, wir sind wieder online, könnte man sagen. Live auf Sendung. Ja, und unser Päuschen beendet. Was wir da alles gesprochen haben, sagen wir euch jetzt lieber nicht. Wir haben auf alle Fälle königlich und köstlich gelacht. Aber jetzt, nein, köstlich gelacht und königlich geht es jetzt weiter mit diesen herrlichen Steaks hier. Ich glaube, für dich bleibt der ganze übrig. Schau dir mal dieses schmackhafte Fleisch an. Hör auf jetzt. Lass knacken. Wahnsinn. Lecker, 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 lecker. Und die tun wir jetzt auch schön fertig grillen, damit Patricia, die darf sich auch ein ganzes gönnen. Und den Rest teilen wir uns dann auf. Und dann kriege ich gar nichts mehr runter. Gib doch meinem Kind mal eine Wurst, bitte. Aber ist ja der Rode. Was soll. Glaubst du, dass die jetzt so ein Steak ist und dann noch eine Würstle? Ja. Okay, sie nickt. Eine weiße oder rote? Die weiße ist zu empfehlen. Die rote schmeckt auch lecker. Sind beide gut. Die größere. Also die rote. Die größere. Das war wieder typisch, Patricia. Die größere. Kriegst du überhaupt den Mund? Mama mia, also jetzt fertig. Kurz noch einschneiden. Sollen wir dann nachher noch einen Klecks vom Tzatziki an die Spitze drauf tun? So, dann schmeißen wir die auch noch mit drauf. So. Wenn wir jetzt schon das Schweigen im Wald haben, können wir ja auch gleich die wahre Frage weiterstellen, oder? Ja, welche? Zum Beispiel, wie du dazu kommen willst, Grill-YouTuber zu werden. Durchs Gucken von anderen YouTube-Videos. Und wer war dein Herzblatt bei deinen YouTube-Videos? Wer hat dich am meisten beeinflusst? Wer hat mich am meisten beeinflusst? Ich würde mal sagen, einmal die Grillshow. Und Jörn Unheim Barbecue. Das waren eigentlich so die ersten, was ich geschaut habe. Mitunter aber auch. Ja, und ein paar andere waren auch noch da. Ja. Schaust du dann, wenn du YouTube-Videos schaust, amerikanische Videos von Barbecue-Videos und solche Sachen? Weniger, da verstehe ich zu wenig. Da ist mein Englisch zu schlecht. Also rein vom Geschmack her und so weiter, rein von der Optik, rein von dem, wie sie es machen und so weiter. Ab und zu mal. Mhm. Aber eher selten. Okay. Und wer ist dann jetzt aktuell deiner Meinung nach der erfolgreichste Barbecue- und Grill-YouTuber in Deutschland? Also von der Abonnentenzahl definitiv Klaus Grillt. Mhm. Dich gefolgt von Jörn, Unheim Barbecue. Und ja. Ja, bei dem Klaus habe ich ja schon gesagt, der macht ja gerade irgendwie eine Serie oder so mit anderen. Ja. So. Patricia, hast du Hunger? Ja, und die. Dauert aber noch. Ah, die Wurst ist gleich fertig. Ja, die müssen wir dann bloß umdrehen. Die kriegt jetzt natürlich voll Schub von unten. Der Schwarze will die nicht, gell? Nur ein bisschen braun. Oh, wir hatten heute drei, ey. Wir hatten heute drei Eggs. Das war geil. Das war geil. Das war richtig geil. Ganz schön Schub von unten momentan. Das ist gut. Wir haben es verdichtet.
Achso, ja. Auch wenn es noch festklebt, das bringe ich jetzt lieber ein bisschen in Sicherheit am Rand. Das ist mir doch schon fast zu viel Schub. Das ist halt Speedgrillen. Ja. Ja, da geht schon was. Was drauf? Ach, bei uns in der Werkstatt in der Fenatron. Ja, wie spät haben wir es mittlerweile? Ja. Doch schon bald 10:30. Schweigende Lämmer. Miau. Was hat dich jetzt eigentlich wieder hierher getrieben? Nach so langer Zeit? Ausgleich. Abschalten. Ach, und das kann man ganz gut bei uns. Ja. Oh. Schatz, wir müssen jetzt mal eine Preisliste erstellen. Oh ja. Da bin ich mit dabei. Ich meine, ich will nur mal gefehlen, schnell eine Excel-Tabelle. Oh. Überhaupt kein Problem. Das ist ja ein ganzer Monat, den ich hier schon verfressen habe. Na komm, Patricia. Könnte zwar innen vielleicht noch etwas kalt sein, aber du siehst hungrig aus. Ich bin hungrig. Du bist ja so, als ob du vom Arbeiten kommst. Was sind das für weiße Klamotten? Adi-Hasch. Krankenhausklamotten? Nee, das ist ja direkt blau. Blau? Mhm, ja. Blau ist ein Zustand, keine Farbe. Bei dir schon. Das ist auch so ein das ist Kleidung und zweitens so orange. Ah, okay. Ist mir egal. Ich bin kein Sanitäter. Schmeckt's wohl. Ist gut, ja. Oh. Der Tisch Neuer Bulle ist schon wieder mal was Feines. Hast du das Gletscher schon probiert? Hm? Gletscher Himbeer. Ne. Die Winter Edition, die ich so. Das ist Schwein. Das ist Sommer. Das Stück Wurst in den Ding da rein. Dann kannst du keine mehr essen wegen Corinna. Ach so. Wahrscheinlich unser Mundschutz hier. Ja, genau. Ja, den habe ich beim ersten Happer, was ich gegessen habe, mit verschluckt. War ich mal wieder zu gierig. Ja. Ja. Sagte der, der. Ja. Psst. Nicht so laut. Okay. Hm? Schatz, schnapp da mal das und schneid's mal an, ob es gut ist. Was ist jetzt schon dabei? Wohnst du, Anna? Patsche, sonst klatsche. Dann nimm das halt komplett runter. Oh, nicht auf dem Gitter. Mm. Ah. Ja, das Schleifen. Oh. Ich würde mal sagen, das sieht gut aus. Sie können dinieren. Wir können dinieren. Ja. Oh, ist das zart, ey. Schnapp ich mal gleich auch eins. Schabi! Essen! Wollt ihr auch noch eins? Nö, esst. Nein! Schabi, Patricia hat Hunger. Ein Stückchen. Teilt es euch! Das teilt ihr euch! Was? Wie? Patricia! Nicht ich teile es mir. Hä? Ich teile es mir mit jemandem. Jetzt nimm es halt erstmal zum Essen. Du hast Menschenleben. Nimm jetzt! Du hast Menschenleben. Nimm ja, okay. Bitteschön. Danke. So, und dann probieren wir auch noch das Steak. Also, davon könnte ich mehr gebrauchen. Mach schon den Krautsalat auf. Machen wir gerade den Deckel da drauf. Dann geht ihr. Sehr nett, wenn der Kameramann hilft. Also immer. So. Sehr hilfsbereit. Nur zu empfehlen.
Krautsalat. Ja. Was für Internet hast du da von der Geschwindigkeit? 50.000, aber bloß 35 sowas ankommen. Kannst schon jede Woche, jeden Monat einmal einen Livestream am Samstag oder Freitagabend machen. Und dann? Live aus der Kota. Auch hier muss ich sagen, das Fleisch vom Greener, herrlich. Und wirklich super gewürzt, eingelegt, wow. Ich mag ein weißes Würstchen. Ein weißes? Ja. Gib mir Wurst. Danke dir. Gerne. Ja, das drüben steht schon. Das ist halt saftig noch. Ja. Das ist halt das Geile dran. Tatschiki? Ja. Wait a moment, please. Und wie viel größeren Smoker hast du jetzt mittlerweile angeeignet? Angeeiert! Ja, exakt das, was hochsteht. Also, voll übel, wenn du da keine Liste machst und so weiter. Überleg mal, du kommst mal nämlich heim. Wie soll der Frau die ganze Sache verkaufen? Die hat ja gar keinen. Oh, die weiß ganz genau, was da ist. Glaub's mir. Ist das ein Interview? Nee, das ist. Grillspaß in der Grillkrote, oder wie haben wir es genannt? Small Talk. Ja. Ja. Small and Dirty Talk. Kannst du dir auch Teil vom Interview werden? Du darfst schon auch was fragen. Warum kein Influencer? Zer. Patricia, warum sind wir noch nicht Opa und Oma geworden von dir? Weil es mein Traummann noch nicht gibt. Ja, dann backen halt. Dann kann ihn auffressen. Fangen wir Sichten an. Ich fange an. Ein Würstchen liegt auf dem Grill. Wer macht weiter? Das ist das, was ich will. Nein, das ist das, was Patricia will. Nein, das will ich. Das ist meine Wurst. Das hat sich aber alles nicht gereimt. Das sollte ja auch nicht reimen, wir sind ja in einem Kindergarten. Jetzt ist der Angst des Lebens, sie haben Hunger. Ich hab so Hunger. Fisch, er wieder zurück. Also musst du es selber machen. Jetzt musst du es selber machen. Sie holt schon ein bisschen näher her. Die hat Angst, dass der Patrick hier wegfrisst. Ja. Du hast so kleine Hasuna-Gabel. Also zwei haben wir noch. Ja, wo eins? Maika Würstler zählen nicht. Wie bitte? Maika Würstler zählen nicht. Oder Nürnberger. Komm mehr, kleiner als du denkst. Nee, wir kaufen eher die Kleine da, die kennt ihr, die Würstchen kennt ihr, da kommt auch immer Fernsehwerbung. Das sind die Maika. Das ist Mini-Würstchen. Mini-Winis, genau. Ja, genau. Das ist nicht von Maika, macht das Würstchen. Mhm. Das sind die Deutschländer. Jetzt müssen wir in dem Video eine Dauerwahlbesendung Altländer. So, weil das Würstle findet die Grillkotter total geil. Moment. Standing Ovation. Das ist wie so ein Witchboard. Würstchen, wie findest du die Grillkrota? So Leute, dann übergeben wir jetzt der Patricia das letzte Würstchen hier. Beziehungsweise zwei wären ja noch da. Also wenn der nachher noch was will, der kann gerne noch ein Würstchen haben. Ich wünsche dir einen guten Appetit, Patricia. Vielen Dank.
Tja, und dann werde ich wohl oder übel das Video jetzt beenden. Ich danke euch beiden dafür, dass ihr da wart. Dafür, dass ihr wahrscheinlich jetzt noch in das Video einen Haufen Arbeit reinsteckt. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Besonders mit dem Intro. Ihr werdet das wahrscheinlich schon alle gesehen haben. Ja, der Metzgerei Griner auf alle Fälle. Für das wunderbare Riesenfleischpaket. Also hammerhart. War mega. Schatz? Bitte? Ja, war sehr gut. War sehr, sehr gut. Ja. Ich möchte dich bitten, dass ihr auf alle Fälle am Schluss euch auch noch schön erwähnt. In Textform zum Abschreiben. Ich werde es noch unten drunter verlinken. Wer eben hier aus dem Umkreis ist, eine Hochzeit filmen möchte oder was, wendet euch an die beiden. Die brauchen Arbeit. Corona hat uns ruiniert. Ja, fast. Oh. Fast. Okay, Leute. Das war's dann mit diesem Video. Wir sehen uns dann im nächsten, was, naja, mit Sicherheit nicht so gut rüberkommt dann wie dieses Video. Also dann, Tschaikowski. Und zum Abschluss soll ich noch sagen, stoßen wir alle an, oder? Jawohl. Jawohl. Moment. Weiter vor, Danki. Weiter vor. Ja. Auf die Höhe müsst ihr. Oh, Gesundheit! Zum Wohl, das zum Wohl, Beeilung. Ja!